Matthäus 7, Verse 13 und 14. Tretet ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele Leute gehen hinein, denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn. Was meint Jesus mit diesen Worten? Er sagt uns, dass es zwei Wege im Leben gibt. Der eine führt ins Verderben und der andere ins Leben. Die Idee der Exklusivität ist ein schwieriges Konzept. Diejenige, die Jesus selbst uns vorstellt. Er sagt uns, dass der Weg zum ewigen Leben einzigartig und schwer zu finden ist in einer Welt, die oft Inklusivität und Offenheit zelebriert. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass nicht jeder in das Himmelreich kommen wird, wenn es um unsere Errettung geht. Jesus ruft uns auf zu erkennen, dass nur wenige den Weg des Heils entdecken und ihm folgen werden. Das ist eine ernüchternde und demütigende Wahrheit. Denken Sie an den Kontrast zwischen Popularität und Gerechtigkeit. Die breite Tür und der geräumige Weg symbolisieren den Reiz, sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen und sich weltlichen Freuden hinzugeben. Diese Versuchungen können verführerisch sein und uns vom schmalen Pfad der Gerechtigkeit wegführen. Der breite Pfad mag leichter zu gehen sein, voller unmittelbarer Befriedigungen, aber er führt zur geistigen Zerstörung. Dies ist der Weg, den viele wählen, angetrieben von dem Wunsch, dazuzugehören und die Anerkennung der Welt zu suchen. Auf der anderen Seite stellen das enge Tor und der schmale Weg den Weg der Gerechtigkeit dar. Dieser Weg ist nicht immer beliebt und kann schwierig zu beschreiten sein. Es erfordert große Disziplin, Opfer und eine tiefe Hingabe an Gottes Willen. Aber es führt zum ewigen Leben. Es ist der Weg der Jüngerschaft, der uns zwingt, jeden Tag unser Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Das ist der Weg, auf dem wir unsere Beziehung zu Gott über alles andere stellen. Brüder und Schwestern, diese Verse zwingen uns, einen ehrlichen Blick auf unser Leben zu werfen. Gehen wir den breiten und leichten Weg, angetrieben von den Begierden des Fleisches und der Anerkennung der Welt? Oder sind wir auf dem schmalen Pfad auf der Suche nach Gerechtigkeit und ewigem Leben? Das ist eine Frage, die jeder von uns beantworten muss. Und die Antwort ist nicht nur für unsere irdische Reise wichtig, sondern für unsere Ewigkeit. Sich für das enge Tor zu entscheiden bedeutet, sich für Christus zu entscheiden. Nimm seine Lehren an und lebe ein Leben des Glaubens und des Gehorsams. Es bedeutet, die Verlockungen der Popularität abzulehnen und fest in unserem Engagement für das Reich Gottes zu stehen. Es mag manchmal ein einsamer Weg sein, aber es ist ein Weg, der zu dem Leben in Fülle führt, das unser Erretter verheißen hat. Wenn wir über diese Worte nachdenken, sollten wir uns daran erinnern, dass wir die Wahl haben. Jesus lädt uns ein, durch die enge Pforte einzutreten, ihm auf dem schmalen Pfad zu folgen und die tiefe Schönheit eines Lebens zu entdecken, das in seiner Gegenwart gelebt wird. Mögen wir den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen, denn es ist eine Entscheidung, die zum ewigen Leben führt, eine Entscheidung, die uns niemals scheitern lässt. Der Apostel Paulus sagt in Galater 1, Nummer 10, suchen wir die Anerkennung der Menschen oder Gottes? Oder versuche ich, Männern zu gefallen? Wenn ich immer noch versuchen würde, den Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener Christi. Die Worte des Paulus spiegeln die Empfindungen unseres Herrn Jesus in der Passage aus dem Matthäus-Evangelium wider. Sie erinnern uns daran, dass der schmale Weg, auch wenn er oft auf Widerstand und sogar Feindseligkeit der Welt stößt, der Weg ist, den es wert ist, gewählt zu werden. Dies ist der Weg, auf dem wir unsere Beziehung zu Christus über alles andere stellen, auch wenn das bedeutet, dass die Welt uns dafür hassen könnte. In einer Welt, die von der Suche nach Popularität, Anerkennung und Anerkennung durch andere bestimmt wird, müssen wir fest in unserer Verpflichtung zu Christus stehen. Wir müssen mit Überzeugung erklären, ich möchte lieber Jesus haben und von der ganzen Welt gehasst werden, als von der Welt geliebt zu werden und Jesus nicht zu haben. Unser Glaube an Christus muss unerschütterlich sein. Unser entschlossener Bund mit ihm und unser Herz sind entschlossen, vor allem seine Anerkennung zu suchen. Erinnern wir uns daran, dass die Liebe und Anerkennung der Welt wankelmütig und vorübergehend sein kann und oft auf weltlichen Normen beruht. Im Gegensatz dazu ist Jesu Liebe unerschütterlich, unerschütterlich und ewig. Es ist eine Liebe, die alles Unbegreifen übersteigt und die tiefsten Sehnsüchte unserer Seele erfüllt. Der Weg zur Zerstörung ist breit und einfach, und viele Menschen entscheiden sich dafür, ihm zu folgen.
Dieser Weg ist gekennzeichnet durch Egoismus, Sünde und Rebellion gegen Gott. Menschen, die sich auf diesen Weg begeben, sind oft von ihren eigenen Wünschen und Ambitionen motiviert, ohne Rücksicht auf Gott oder seinen Willen. Auf der anderen Seite ist der Weg, der zum Leben führt, schmal und schwierig. Dieser Weg ist geprägt von Altruismus, Gehorsam gegenüber Gott und der Bereitschaft, sich für ihn zu opfern. Menschen, die sich auf diesem Weg befinden, erkennen ihre eigene Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit der Erlösung. Sie vertrauen auf Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser. Sie versuchen, ihm nachzufolgen und nach seinen Lehren zu leben, auch wenn es schwierig ist. Der Weg in die Zerstörung wird als breit und einfach beschrieben. Dies sollte ein Augenöffner sein, denn weit ist das Tor und breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele betreten ihn. Es ist leicht, in die Hölle zu kommen, man muss nur mit dem Strom dieser Welt gehen. Alles, was diese Welt fördert, führt die Menschen ins Verderben. Promiskuität, die zur Zerstörung führt, Unmoral, die zur Zerstörung führt, Zerstörung der Institution der Ehe, die zur Zerstörung führt, sich nur auf die Begierden des Fleisches konzentrieren, die zur Zerstörung führen. Der Gott dieser Welt ist derjenige, der gefallen ist. Der Gott dieser Welt ist Satan. Das sagt uns die Bibel. Leider denken die meisten Christen, wenn sie an Satan denken, der auf Erden am Werk ist, an Dämonen, böse Geister und paranormale Aktivitäten. Aber das ist nur eine Ebene des Wirkens dieses satanischen Wesens. Wenn ihr Satan und diese Welt betrachtet, denkt nicht nur an Dämonen, böse Geister und paranormale Aktivitäten, denkt nicht an Okkultismus, Hexerei und Rituale. Ihr müsst euch auch die Systeme der Welt ansehen. Der Gott dieser Welt ist Satan und die Systeme der Welt treiben ihre Agenten voran. Als der Teufel den Herrn Jesus Christus auf einen sehr hohen Berg führte und ihm alle Reiche der Welt in ihrer Pracht zeigte und sagte: "Ich werde dir das alles geben, wenn du dich niederbeugst und mich anbetest." Es war keine eitle Prahlerei, die Königreiche dieser Welt gehören ihm und sind sein, um sie zu geben. Schauen Sie sich nur das globale System an, in dem wir leben. Die Kultur schließt Gott und die Heilige Schrift aus ihren täglichen Gesprächen aus. Die Kultur schließt nicht nur Gott aus, sondern sie wird dir gegenüber geradezu feindselig, wenn du Gott oder Jesus Christus erwähnst. Das gilt in den Nachrichten, in der Politik, in akademischen Gemeinschaften, am Arbeitsplatz. Das kommt nicht von ungefähr. 1. Johannes 2, 15, 17. Liebt nicht die Welt und was in ihr ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die prunkvolle zur Schaustellung von Besitztümern, kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt. Nun vergeht die Welt und ihre Lust schwindet. Wer aber Gottes Willen tut, der bleibt ewig. Hier im zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes, wo es heißt, liebe nicht die Welt und auch nicht, was in ihr ist, bezieht sich der Autor nicht auf die Welt in Begriffen der physischen Welt, in Begriffen von Land und Meer, Bäumen und Pflanzen. Er bezieht sich auf die Systeme der Welt. Der Gott dieser Welt hat die Welt und die Menschen der Welt getäuscht, indem er versucht hat, getrennt von Gott zu leben und zu wirken. Der Grund, warum ich sage, dass er sie getäuscht hat, ist, dass die Wahrheit ist, dass kein Mensch auf dieser Erde ohne Gott funktioniert. Ohne Gott würde sein Herz nicht schlagen. Ohne Gott könnte nichts existieren. Der Gott dieser Welt hat die Welt und die Menschen der Welt getäuscht. Satans Weltsystem ist ein Buffet, das allen, die Gott ablehnen, etwas anbietet, egal ob diese Person moralisch oder unmoralisch, religiös oder unreligiös, gebildet oder einfach reich oder arm ist. Der Gott dieser Welt hat für jeden etwas zu bieten. Aber warum wählen so viele den breiten Weg, der ins Verderben führt? Der Hauptgrund dafür ist, dass dieser Weg einfacher und bequemer ist. Er ermöglicht es uns, unseren Wünschen zu frönen, während wir für uns selbst leben. Ohne uns unserer eigenen Sündhaftigkeit stellen oder uns dem Willen Gottes unterwerfen zu müssen. Dieser Weg ermöglicht es uns, das Fleisch und all seine Wünsche und Sehnsüchte zu nähren. Dieser Weg ist der Weg des Vorwärtsgehens. Heute habe ich den Eindruck, dass ich Unzucht treiben will, um vorwärts zu gehen. Heute will ich Ehebruch begehen, nur zu. Heute will ich Zwietracht zwischen den Menschen säen, nur zu. Heute habe ich das Gefühl, dass ich eine Ehe zerstören möchte, dass ich es tue. Heute habe ich das Gefühl, dass ich die Leute manipulieren möchte, damit sie das tun, was ich tue.
Dieser Weg ist ein Weg, der es den Menschen ermöglicht, so zu leben, wie sie es wollen, ohne Gottesfurcht. Dieser Weg ermöglicht es den Menschen, ein Leben zu führen, ohne darüber nachzudenken, dass sie eines Tages gerichtet werden. Ein weiterer Grund ist, dass viele Menschen getäuscht werden. Sie denken vielleicht, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das ist es, was ich schon früher gesagt habe. Satans Weltsystem ist ein Bankett, das all jenen etwas anbietet, die Gott ablehnen. Der Gott dieser Welt hat für jeden etwas zu bieten. Viele Menschen in der heutigen Welt mögen es nicht, korrigiert zu werden, wenn sie falsch liegen. Sie sind voller Stolz und rechtfertigen oft ihre Handlungen. Wenn du den Weg des Lebens wählst, musst du bereit sein, die Korrektur zu akzeptieren. Dies ist jedoch etwas, das viele nicht akzeptieren, weshalb sie sich dafür entscheiden, in eine Richtung zu gehen, in der sie für ihre Handlungen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist der allgemeine Weg. Der breite Weg erlaubt es dir, dein eigenes Leben zu bestimmen. Die wahre Erlösung bringt dich auf den schmalen Pfad. Die Erlösung stellt dir Gottes Familie vor. Einen Gott, der sich darum kümmert, wie du dein Leben lebst. Einen Gott, der sich in deine Angelegenheiten einmischt. Ja, manchmal kannst du vom Pfad abweichen. Ja, manchmal kannst du vom schmalen Pfad abweichen. Aber deine allgemeine Richtung ist in Richtung dieses Pfades. Der schmale Pfad ist ein Weg, der von dir verlangt, nicht egoistisch zu sein. Viele Menschen kommen nicht in den Himmel, weil sie egoistisch sind. Sünde macht dich egoistisch. Sie denken nur an sich selbst und nicht an andere. Gott lehrt uns, andere so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Aber fast jeder sagt, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Dass es ihnen egal ist, was mit ihren Nachbarn, Verwandten oder anderen Menschen um sie herum geschieht. Dass es keine Liebe in ihren Herzen gibt, dass sie Gottes größtes Gebot gebrochen haben. Mangelnde Vergebung ist ein weiterer Faktor, der Menschen auf den breiten Weg führt. Viele Menschen haben Groll, Bitterkeit, Wut und rachsüchtige Einstellungen genährt. Denken Sie daran, dass die Bibel sagt, dass uns unsere Sünden nicht vergeben werden können, wenn wir anderen nicht vergeben. Diejenigen, denen es schwerfällt, anderen zu vergeben, tragen immer noch die Last ihrer eigenen Sünden. Und Sünde ist der Weg zur Hölle und zum ewigen Feuer. Viele werden überrascht sein, wenn sie feststellen, dass ihre Namen im Buch des Lebens fehlen. Du wirst zu den Heiligen gehören, die freudig in den Himmel gehen werden. Betrachten wir die Dinge, wie sie in der Heiligen Schrift aufgezählt sind. Menschen, die nicht in den Himmel kommen werden. Der berühmte griechische Gelehrte nennt diese Liste die Berufung der Verdammten. 1. Korinther 6,9. Und 10. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuschen Sie sich nicht. Weder die Unsittlichen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher, noch die Verweichlichten, noch diejenigen, die Homosexualität praktizieren, noch die Diebe, noch die Habgierigen, noch die Trunkenbolde, noch die Verleumder, noch die Betrüger werden das Reich Gottes erben. Die 10 Dinge, die in 1. Korinther 6 erwähnt werden, sind die Liste der Dinge, die die Menschen in der heutigen Welt gerne tun. Die Menschen sind böse geworden und alles, was sie tun wollen, sind gottlose Dinge. Die Begierden des Fleisches und der Druck weltlicher Freuden haben das Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit in der Menschheit überwunden. Jesus hat dies deutlich gemacht, als er von dem Volk sprach, dass das Reich Gottes erben wird. Es sind diejenigen, die arm sind im Geiste, Matthäus 5,3. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Armen im Geiste sind diejenigen, deren Herz auf die Lehren des Herrn gerichtet ist. Das sind die Menschen, die immer hungrig und durstig nach der Botschaft Christi sind, die immer begierig darauf sind, das Wort Gottes zu lernen und zu hören. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen, die nicht in den Himmel kommen, sind diejenigen, die im Geiste immer zufrieden sind. Sie haben keine Zeit für Gott. Sie haben andere Dinge priorisiert und sie für Gott wertvoll gemacht. Gottes Wort hat in ihrem Leben keine Bedeutung. Und Jesu Lehren sind für sie wie Lärm. Wie können wir sicher sein, dass wir uns auf dem schmalen Pfad befinden, der zum Leben führt? Wir können uns unseren Weg in den Himmel nicht durch unsere eigenen guten Werke oder Anstrengungen verdienen. Stattdessen sollten wir Jesus Christus und seinem Opfer am Kreuz für unsere Sünden vertrauen. Wir müssen unsere Sünden bereuen und ihm unser Leben als unserem Herrn und Erlöser anvertrauen. Wir müssen danach streben, Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben und nach seinen Lehren zu leben. Dazu gehört, die Bibel zu lesen und zu studieren, zu beten und Gemeinschaft mit einer Gemeinschaft von Gläubigen zu haben, die uns unterstützen und unseren Glauben ermutigen können.
Wir müssen uns auch bemühen, Gottes Willen in unserem täglichen Leben zu gehorchen. Und schließlich müssen wir die Botschaft des Evangeliums mit anderen teilen. Wir können diese gute Botschaft nicht nur für uns behalten, wir müssen sie mit den Menschen um uns herum teilen, damit auch sie die Möglichkeit haben, den schmalen Weg zu wählen, der zum Leben führt. Mögen wir in diesem Augenblick der Selbstbeobachtung ernsthaft darüber nachdenken, wohin uns unsere Schritte geführt haben. Möge Gottes Gnade und Barmherzigkeit uns auf den schmalen Pfad führen, wenn wir in die Irre gehen, und möge der Heilige Geist uns auf dem Weg zum ewigen Leben stärken. Erinnern wir uns daran, dass die Entscheidung, Gott und seine Gerechtigkeit zu suchen, nicht nur ein isolierter Akt ist, sondern eine tägliche Entscheidung, die sich in jedem Aspekt unseres Lebens widerspiegelt. Er verpflichte uns, nach den Werten des Reiches Gottes zu leben und die Versuchungen der Welt zurückzuweisen, die uns von der Liebe und der Wahrheit wegführen. Möge unser Weg von Glaube, Liebe und Hoffnung auf Christus geprägt sein, in dem Wissen, dass der schmale Weg, auch wenn er schwierig sein mag, uns in die Gegenwart Gottes führt, wo wir wahren Frieden, Freude und schließlich ewiges Leben finden werden. Und heute, wenn du dich mit unserem Erlöser Jesus Christus versöhnen willst, weil du von deinen Wegen abgekommen bist, oder wenn du eine neue Reise zur ewigen Erlösung beginnen willst, dann sage unten: Ich akzeptiere dich, Herr Jesus, als meinen einzigen und ausreichenden Herrn und Erlöser meines Lebens. Bis zum nächsten Mal.